So sah der Umzug in die Jurte vor einem Jahr aus. Gebaut auf einem gepachteten Feld zwischen Schwerin und Wismar. Inzwischen hat es Jakob Zinkowski hier wohnlich. Auch wenn das Wasser zurzeit nur aus dem Kanister kommt, der Gartenschlauch ist geplatzt. Strom gibt es über ein Verlängerungskabel vom Nachbarn. Der 34-Jährige hat sich mit diesem Leben einen Kindheitstraum erfüllt. Aufgewachsen auf einem Biohof hat das Leben in und mit der Natur ihn schon immer begeistert. Die Jurte, das ist eben das, für mich das Nonplusultra, die absolute Befreiung, weil ich kann damit eben als Nomade herumziehen und habe aber trotzdem jederzeit den ganz normalen Luxus, den eigentlich jeder auch sonst so hat in der Wohnung. Essen, waschen, schlafen, alles in einem Raum von 6 Metern Durchmesser. Die Hitze im Sommer und die Kälte im Winter waren auszuhalten. Strohballen, Schafwolle und Plane, die Dämmschicht hat gut funktioniert. Leider wissen das auch seine Mitbewohner zu schätzen, Mäuse, viele Mäuse. Leider fängt ja auch der Kater Janosch keine Mäuse, er ist schon ein bisschen zu alt dafür. Deswegen habe ich selber Fallen aufgestellt. Aber man sagt ja auch, wo eine Maus zu sehen ist, leben mindestens 100. Und genau so ist es auch hier. Auch ein kräftiger norddeutscher Sturm kann für diese Art von Unterkunft ein Problem sein. Also mir ist tatsächlich im letzten Frühjahr die Kuppel von meiner Jurte weggeflogen. Und das hat mir dann wieder einmal gezeigt, es gibt gewisse Grenzen, was man alles so recyceln kann. Also dieses Upcycling, wovon alle immer sprechen. Das habe ich sehr viel hier bei meiner Jurte gemacht, mit den ganzen Möbeln und so weiter. Und bei dem Holz und auch bei Schrauben, da hat das so seine Grenzen. Da sollte man vielleicht ab und zu auch mal gutes Holz und neue Schrauben verwenden, dann hält's auch. Rund 500 Euro braucht der gelernte Erzieher im Monat zum Leben. Aber das ist auch dem geschuldet, ich habe ein teures Auto. Das ist einfach so. Also ich lebe zwar sehr ökologisch auf der einen Seite hier in der Jurte, und auf der anderen Seite bin ich auf mein Auto äußerst stark angewiesen. Also ohne Auto, mit dem Job, mit dem Jurten-Business, würde das halt einfach, geht es einfach nicht anders. Von daher, ich bin hier nicht das Vorzeigeobjekt quasi. Also ich bin jetzt nicht der perfekte Öko. Auch auf Waschmaschine, Computer oder Handy, auf all diese Dinge will der 34-Jährige nicht verzichten. Und ich sag mir immer, ein bisschen Luxus möchte ich ja auch haben. Und für mich ist das kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung. Ich möchte ja nicht wie in der Steinzeit leben. Ich möchte auch am ganz normalen gesellschaftlichen Leben teilhaben. Ich bin ja ein Teil der Gesellschaft. Für mich gibt es da eigentlich keinen Widerspruch, die modernen Geräte mit dem traditionellen Wissen sozusagen unserer Vorfahren zu verbinden. Seinen Lebensunterhalt verdient sich der gebürtige Wismarer mit dem Jurtenbau. Aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz bestellen Kunden die Rundbauten bei ihm. Vor allem Familien mit Kindern wollen raus aus der Stadt. Die Jurten gibt es für rund 5.000 Euro. Sie sind in 2 Tagen auf- oder abgebaut. Ihre Einzelteile passen in einen Kofferraum. Ja, mein Traum, dass meine Freundin natürlich zu mir zieht in die Jurte. Und vielleicht, dass mein Bruder bei mir mit in das Jurten-Business einsteigt. Das wäre schön, wenn er mitbauen würde.